Einen schönen guten Tag, liebe Weltraumforscher. Wir setzen an zur letzten Episode von Alien Isolation. Wahrscheinlich werden wir jetzt hoffentlich einen Abzieher machen von dieser räudigen Scheißstation, die voll ist mit Aliens, verrückten Androiden und Menschen einfach, die uns umbringen wollen. Mal sehen, ob wir es hier in einem Stück rausschaffen. Bin gespannt. Die Tollen steht schon dort. Wir müssen es echt nur noch rüber schaffen und dann ist es auch geschafft. Viel ist nicht mehr. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was noch kommt. Aber da wir nicht rennen können, müssen wir halt in einer Laufgeschwindigkeit erstmal hier rüber. Mal gucken, wie lang das Ganze hier noch wird. Am Ende können wir vielleicht noch eine Folge des DLCs mit dranhängen. Schauen wir mal. Sieht, wir kommen immer weiter näher zum Planeten ran. Was ja bedeutet, dass die Station bald im Planeten kracht. Die letzten Treppen fast geschafft. Don't look back. Da würde man denken, in den Alien-Filmen zuvor, man hat alles gesehen, was ihre Mutter durchgemacht hat. Ha! Einsetzen wir. Ach, natürlich klettert ein Alien rum, was auch sonst. Aber ich kann mich ja null verteidigen. Ich kann mich weder verstecken noch sonst irgendwas. Bin ich halt wahrscheinlich einfach nur bei allen. Das Schiff wird in genau 10 Minuten gesprengt. Das ist im ersten Alien-Film, sehr geil. Okay, der letzte ist unsichtbar. Ja, scheiße. Wir sind überall. Thank you.
Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Gelangen Sie zur Brücke. Boah, haben wir es geschafft? Sind wir sicher? Gott, ey. Also auf jeden Fall, die Station ist im Arsch. So viel können wir schon mal sagen. Kann ich erstmal den Anzug ausziehen? Habe ich gerade was verpasst? Aber ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Ich weiß nicht genau. Nee, können wir nicht. Ist egal, laufen wir mit dem Anzug einfach. Ah, hier. Geht gar nicht. Verlaine? Ach, komm schon. Echt jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Alien Isolation ist durch. Aber das Ende war ziemlich weird. Also Alien hat es trotzdem irgendwie auf die Torrents geschafft. Verlaine, weiß ich nicht, ob die noch lebt. Immer an nicht. Ja, und was war das über für ein Licht? Also sie schwebte halt im All vor sich hin. Und ewig Sauerstoff wird sie wahrscheinlich dann auch nicht haben. Also wie es weitergeht. Also es ist ein offenes Ende, aber es gab, beziehungsweise wird ja keinen zweiten Teil geben, da das Spiel sich leider nicht so gut verkauft hat, wie es Sega gerne gehabt hätte und 20th Century Fox natürlich. Sehr schade, weil das Ende relativ, wie gesagt, offen ist und ich hätte echt noch gerne einen zweiten Teil gehabt, weil das Spiel war echt grandios. Also, auch wenn ich die Verfolgermechanik von dem Alien manchmal so ein bisschen hardcore-penetrant fand und so, von wegen, ja, gib mir doch mal echt einen kurzen Moment, um irgendwas tun zu können. Das klebt einem die ganze Zeit am Arsch. Ich finde es ein bisschen lästig. Ja, aber auch die Menschen, die dann auf der Station waren. Wenn man sich ein bisschen verzieht, dann hören sie vielleicht auf einen zu ballern, aber ja, es ist halt alles so. Also alles auf dieser Station ist eine potenzielle Gefahr. Es gab wenige Leute, die dir irgendwie freundlich gegenüber gesinnt sind und die meisten, die wir dann getroffen haben, waren am Ende tot. Also jetzt, nachdem die Station ja explodiert ist, definitiv. Ja, I don't know. Also ich fand den Titel ganz spannend, interessant und echt krasser Nervenkitzel. Aber so richtig krass gut fand ich ihn jetzt nicht. Also, wie gesagt, wenn ich so ein Zahlensystem von 1 bis 10 geben müsste, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine gute 7. Also, es hat auch so diesen Charme und es fühlt sich halt wirklich an, also sehr originalgetreu den ersten beiden Alien-Filmen nachempfunden. So vom Design und von dem Sound, wie sich das ganze Spiel anhört, wie es halt aussieht. Ne? Also man merkt die Liebe zum Detail der Entwickler für die ersten beiden Alien-Filme. Und das hat schon was. Also ich finde das sehr, sehr, sehr geil. Und mir hat das auch optisch, wie gesagt, obwohl es 10 Jahre alt ist, hat es mir super gut gefallen. Und kann sich noch sehen lassen. Also ja, natürlich, man hat heutzutage schon Besseres gesehen, das weiß ich auch. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man dem ganzen Spiel durch Mods oder durch ein Remake bisschen mehr Glättung geben würde, fände ich das irgendwie ganz geil. Also kann man sich definitiv heutzutage immer noch gut angucken, das Spiel, definitiv. Okay, ja, was gibt es noch sonst weiteres zu sagen? Eigentlich nichts, würde ich mal anmerken.
Wir gucken uns dann jetzt, wie gesagt, jetzt im Anschluss noch den DLC an. Ich werde jetzt den Cut setzen für die Credits und dann sehen wir uns gleich wieder. Für ein Biest sein mag. Also gewaltig. Sie denken, es hat ihn in die Luftschächte geschleppt? Es ist in einem der Kühlkanäle verschwunden. Ich bin davon überzeugt. Es bewegt sich durch die Luftschächte. Tja, ich würde sagen, das mit dem Luftschacht ist immerhin eine Chance. Er hat keine Abzweigung und führt direkt in die Hauptluftschleuse. Wer hat die Ehre? Was muss ich tun? Ripley, Sie locken es in den Hauptschacht. Wir schließen es auf dem unteren Deck ein. Ash öffnet die Luftschleuse. Verschließen Sie die Wartungsschotte auf dem Weg hinter Parker, Lambert und mir. Also los, Leute. Und damit willkommen auf der Sevastopol. Nicht auf der Sevastopol, auf der Nostromo. Und damit auch willkommen beim ersten DLC von Alien Isolation, nämlich Besatzung ersetzbar. Den spielen wir jetzt und ich habe mich für Alan Ripley entschieden. Anscheinend können wir mehrere Charaktere wählen, aber wir spielen natürlich mit Sigourney Weaver, aka Alan Ripley. So, und ich soll meine Ausrüstung holen. Hier sehen wir verschiedene Punkte auf der Karte. Gehen wir erstmal einen Punkt nach dem anderen ab. Sammeln Sie Ausrüstung ein. Optional sammeln Sie ein Medikit ein. Optional sammeln Sie eine Leuchtfackel ein. Flammenwerfer, jawohl. Können wir ja noch aus dem Hauptspiel. 150 Schuss hat der ganze Spaß. Kann ich sonst nichts mehr einsammeln? Doch, kann ich. Schließen Sie die Luke. Ja. Ich werde nochmal in die anderen Räume gehen und alle anderen optionalen Sachen noch mitnehmen. Einfach damit wir es komplett haben. Dass sich der Medikit auf der Krankenstation befindet. Unvorhergesehene Sachen. Gott. Bin mal gespannt, wie sich der DLC spielen wird. Wahrscheinlich auch dieses Hauptspiel halt. Aber gehen wir schon stark davon aus, dass wir jetzt hier auf der Nostromo das Ding bekämpfen werden. Wir haben natürlich die Charaktermodelle. Das Sicherheitssystem hat einige Türen. Der Nostromo. Sie müssen also Ausrüstung unterwegs aufsammeln. Mutter ist gerade leider nicht besonders hilfreich. Sagte Ash, der mörderische Android. Ich denke mal, die meisten von euch haben wahrscheinlich Alien und Aliens, also der zweite Teil von Alien, hoffentlich gesehen. Dann werdet ihr auch nicht gespoilert. Denn wir spielen jetzt höchstwahrscheinlich einen Teil des Films jetzt nach. Also die Ereignisse, die jetzt passieren, passieren auch so im Film, so ab der, jetzt, ja, ab der Hälfte, sag ich mal, ungefähr. Viel Glück. Ich schließe die Luke hinter Ihnen. Und eine hohe Konzentration an ungebundenem CO2. Klar. Druck liegt bei 10 hoch 4 Dünen pro Zentimeter. Ein üppiger Sturm, der da draußen tobt. So, jetzt ist unsere Aufgabe, das Alien einzufangen. Beziehungsweise Gänge hinter uns zu verschließen. Mal sehen, ob das klappt. Ich weiß halt auch nicht, ob wir, wenn wir sterben sollten, alles nochmal spielen müssen. Da bin ich mir absolut nicht sicher, aber wird sich zeigen. Man hört es aber schon. Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen. Meine Seite des Systems ist abgestellt. Ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller. Sie sind in Sicherheit, Lambert. Keine Panik. Es ist bald vorbei. Oh, Schott ist dicht. Ging aber sehr viel Munition für den Flammenwerfer. Was heißt wahrscheinlich, dass wir das Alien damit abwehren können und müssen? Okay, dann wieder raus. Wo jetzt lang? Andere Seite.
kann er von hier aus dahin, oder? Ja, das geht. Ja, und ich nehme mal stark an, wir müssen dann wahrscheinlich hier, wo überall Wartungsschott steht, dass wir dahin müssen. Aber ich finde es geil, dass man die Ereignisse aus dem ersten Alien-Film einfach nachspielen kann. Ich finde das so cool. Und das hat auch so detailverliebt einfach. Weil manche Räume hat man natürlich nicht gesehen auf der Nostromo im Film. Weil das spielt ja auch für den Plot keine Rolle. Es stand ja die Crew der Nostromo, das Ereignis, was passiert ist auf der Nostromo und natürlich der Xenomorph im Vordergrund. Schließen Sie alles. Dieser Plan ist verrückt. Eine Selbstmordmission. Es ist der einzige Plan, den wir haben, Parker. Falls Sie einen besseren haben. Guck dir mal diesen Schädel an. Sehr geil mit der Sonnenbrille. Okay, das war erledigt. Ja, jetzt muss ich dann hier wahrscheinlich Serverraum, genau, und warte nach vorne. Man hört's, da ist es. Er gibt nicht auf, ne? Ich von hier aus auch dahin? Gott. Kann ich mir auch Sachen herstellen? Nee. Also ja, die Sachen, die ich halt habe. Okay. Warte aus. Was ist für ein Raum? Kommen wir wieder zurück, ne? Liegt hier vielleicht noch Munition rum? Ja. Sie hat sogar noch das Oldschool-Gerät. Vorgängermodell. Auch sehr akkurat nachempfunden. Geräuschmacher wäre super, aber ich hab sowas nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was der DLC hier so bietet und wie lange der geht. Die ganze Zeit da hinten rum, ne? Oh, jetzt komm schon. Die Leine. Nicht auch durch die Tür, aber es führt halt nur zurück. Das bringt mir halt nichts. Der weiter. Nichts. Geht weiter. Hat noch irgendwie hier drin. Hallo? Hä? Du bist doch angegriffen. Start.
ich endlich mal hier weiter. Ja, grauenvoll. Nur auf Kanes Gesicht. Ash hat es abgeschnitten und was kam raus? Säureblut, ohne Witz. Das hat ein Loch durch drei Decks gebrannt und meinen guten Stift. Okay, die erste Lücke jetzt. Der linken Seite. Ja, natürlich kommt er aus der Tür. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Kommt direkt aus der Tür raus. Entweder kann ich mich töten lassen von ihm oder Schaden kassieren. Danke für gar nichts. Ja, Edith Aliens ist nicht krass. Die ist manchmal einfach absolut schlimm. So richtig, richtig schlimm. Schlimm im nervigen Sinne. Schön, Sie zu sehen, Ripley. Eigentlich sollte ich da reingehen. Es war meine Entscheidung, Dallas. Okay, ich bin im Achterdeck angekommen. Okay, finden Sie das Hauptschachtsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ich stelle von meinem Terminal aus eine Verbindung zum Luftschleusensystem her. Okay. Let's do it. Let's do it. Vielleicht da auch noch rum, ne? Ah, ja. Da muss ich diesen Gang entlang, was auch sonst. Er kommt rein. Er geht wieder in den Gang. Kann der sich mal entscheiden? Geht weg. Okay, was ist das? Hält sie im Kopf nicht aus. Bringt mich nicht um, aber nimmt trotzdem Schaden. Okay. Da muss ich rein. Sehe ich das richtig? Oh ja. Wünschen Sie mir Glück. Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja. Du Scheiße, das ist ein Labyrinth. Bei Ihnen. Erst habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Sprechen Sie. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. What? Es gibt Checkpoints, okay. Frage ist, wo war der letzte Checkpoint? Okay, also doch hier. Wieder in den Schacht. Okay, alles klar. Wünschen Sie mir.
Wir sind in Position. Ich versuche gerade eine Standortangabe reinzukriegen. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist bei Ihnen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Hä? Was willst du denn da machen? Hey, bis gleich. Gott, ich hab's geschafft. Alter, das ist der schlimmste Abschnitt in diesem DLC. Absolut großartig scheiße. Bin froh, dass ich diesen Abschnitt nie wieder machen muss in diesem Gang. Das L ist noch penetranter als im Hauptspiel, so richtig. Absolute Worst. 0 von 10 kriegt dieser Abschnitt. Okay, und jetzt? Verbinden Sie Ash mit dem Luftschleusensystem. Okay. Grüßt Ash, wissenschaftlicher Offizier der Nostromo. Dies ist ein offizieller Eintrag in das Schiffslog über meine heutigen Taten. Ein Mitglied der Crew wurde von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Ich habe ihn zurück an Bord gelassen, ohne offiziellen Quarantänerichtlinien zu folgen. Im Großen und Ganzen, denke ich, war dies die richtige Entscheidung. Es war ist das hier in dem Raum? Ein Risiko, ja. Das ich willentlich eingegangen bin. Und ich werde mich jeglichen Entscheidungen der Firma bei meiner Rückkehr beugen. Es ist hier. Jetzt liegt's bei Ihnen. Verstecken Sie sich. Das Öffnen der äußeren Luftschleuse wird dauern. Alles klar. Wo? Okay, jetzt hat sie wieder zu verstecken. Bis gleich. Okay, nun haben wir eine neue Aufgabe. Warten Sie, bis das Ende die Luftschleuse betritt. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Okay. Hier rein. Warten Sie, bis das Alien die Luftschleuse betritt. Dann. Was drücken? Ja, wenn es kommt, tötet mich das Ding halt. Ja, toll, was? Kapiert das jemand? Ich nicht. Ich glaube, der eigentliche Plan ist, dass das Ding da reingeht und ich dann den Knopf da drücke. Ihr seht da was grün leuchten, das ist es wahrscheinlich. Ich werde es trotzdem offscreen machen, wir sehen uns gleich.
Wir haben es eingesperrt, endlich. Muss diesen Abschnitt, glaube ich, auch, keine Ahnung, 10-mal wiederholen. Wert. Wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen. Danke für gar nichts, Ash. Organismus zur Erde bringen. Oberste Priorität. Andere Prioritäten gibt es nicht. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, womit sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Ich bewundere seine Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt weder Schuld noch Illusionen von Moral. Noch etwas. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber Sie haben mein Mitgefühl. Okay, das war der DLC. Das war relativ kurz. Ich meine, ich habe ja noch das Ende gespielt von der Hauptstory und jetzt noch den ersten DLC, ne, wie ihr seht. Besatzung ersetzbar. Weil man kann mit den anderen Charakteren auch noch spielen, aber ich glaube, das ändert am Gameplay wahrscheinlich nicht so viel. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Alien Isolation, dem ersten DLC Besatzung ersetzbar. Wir gucken uns dann das nächste Mal noch Letzte Überlebende an, was der noch zu bieten hat. Und wie gesagt, Überlebensmodus hat keine Story-Relevanz oder sonst irgendwas. Ist halt nur ein, ja, wie der Name schon sagt, Überlebensmodus, also ist ein kleines Add-on. Ja, dann hätten wir auch Alien Isolation den kompletten Content durchgespielt und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei dem DLC Letzte Überlebende. Also, bis dann!